Herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin die Miri und wir sind wieder zurück bei unserem Hans auf dem Chaoshof. Mal gucken, wie ist morgen das Wetter? Wunderschöner sonniger Tag, alles klar. Was ist denn jetzt schon wieder? Hallo Hans, ich habe gute Nachrichten für dich. Vor ein paar Tagen hatte ich einen Durchbruch in meine Forschung für die hiesige Flora und Fauna. Ich erspare dir die langweiligen Details und komme gleich zum Punkt. Du kennst doch diese leere Höhle dort drüben, ein wenig weiter westlich. Ich habe eine Methode gefunden, einen Nutzen für sie zu schaffen. Für uns beide. Ich würde die Höhle gerne zum Anlocken bestimmter örtlicher Arten verwenden. Auf diese Weise kann ich sie in einer besser kontrollierten Umgebung beobachten und du kannst ernten, was auch immer sie uns hinterlassen. Ich kann die Höhle entweder für Pilze oder Fruchtfledermäuse auslegen. Die Fledermäuse lassen hin und wieder Früchte zum Einsammeln. Okay. Also es geht um eine Höhle, die ist hier links ein bisschen. Die haben wir uns bisher noch gar nicht weiter angeschaut. Aber ich würde Pilze bevorzugen. Ich hatte auch schon mal die Fledermäuse. Ich fand das total dämlich, weil die Früchte kann ich auch so ganz gut bekommen. Bei den Pilzen ist schon ein bisschen mehr Glück dabei, deswegen tendiere ich zu den Pilzen. Alles klar, ich bereite alles sofort vor. Sollte nicht allzu lange dauern. Danke, dass du mitmachst. Ja, ich habe gar keine Wahl. Ich konnte ja nicht sagen, dass ich nicht mitmachen möchte. Okay. Dann haben wir jetzt also demnächst auch Pilze. Das kommt alles weg. Okay. Gießen müssen wir noch. Hätte ich beinahe vergessen. Moment. So, ja, jeden Tag wird der Garten ein bisschen kleiner im Moment. Jetzt schauen wir mal, was kann ich denn noch machen? Wie viel Stein haben wir mittlerweile? 43. Da muss ich noch ein bisschen was abbauen, bevor ich irgendwas bauen kann. Deshalb begeben wir uns jetzt mal hier hinten hin. Jetzt erstmal hier das hier wegnehmen. Erstmal auf dem Hof klar Schiff machen, ne? So. Hier ist eine Kiste. Meine. Oh, wilde Saat. Mensch. Da habe ich ja gleich was für den Sommer. Ja, die wilde Saat funktioniert natürlich auch im Sommer genauso gut. Da hat man einfach nur andere Sachen zur Auswahl, die dann aufgehen. Na, ob das am Ende reichen wird? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ne? Also wir haben dann ziemlich genau 100, etwas mehr tatsächlich. Das heißt, wir können das Silo in Auftrag geben. Das heißt aber auch, dass ich mir wirklich sehr genau Gedanken machen muss, wo ich es denn überhaupt haben möchte.
Wo möchte ich das Silo am Ende haben? Ich könnte es mir hier zum Beispiel vorstellen. Allerdings habe ich manchmal auch gerne mehr als ein Silo. Gut, aber ich glaube, man kann die auch später nochmal versetzen. Wenn es wirklich so ein Drama ist, dann mache ich das später nochmal richtig. Ah, da ist was fertig geworden. Habe ich was zu verkaufen? Ja, das hier. Den kann ich runterbringen bei Gelegenheit. Mache ich mal meine Schatztruhe rein. Meine Schatztruhe mache ich mal violett. So. Achso, das Holz brauche ich ja. Stein brauche ich. Das brauche ich nicht. Das kommt woanders rein. Ich glaube, ich brauche die Kupferbarren. 5 Stück. Lehm brauchte ich auch. So, das kommt hier rein. Ja, und ich denke, damit sind wir bereit, ein erstes Gebäude auf dem Hof aufzubauen. Ab zu Robin. Ja, die verlorene Buchsammlung. Also bald müssen wir sie wirklich alle haben, ne? Was ist das für ein Museum oder Bibliothek? Museum oder Artefakte? Eine Buchbibliothek mit lauter fehlenden Büchern? Ich würde gerne ein Hofgebäude errichten. Und zwar das Silo. Aha, Stein, Lehm, Kupferbarren war das. Bauen wir. Und zwar hierhin. Okay, ich werde morgen früh damit anfangen, an deinem neuen Hofgebäude-Silo zu arbeiten. Sehr gut. Das freut mich zu hören. Du hast meinen Sohn Sebastian getroffen, richtig? Er lebt unten. Er ist ein wenig schüchtern, aber ich bin mir sicher, dass ihr Freunde werden könnt. Hey, entschuldige, wenn ich gerade nicht gut drauf bin. Ich bin ein wenig ausgelaugt von der Arbeit gestern. Ich musste für 4 Stunden durchgehend Patientenakten sortieren. Ich bin gespannt, was mit der Höhle passiert. Du auch? Ich hoffe, du bist mit meiner Arbeit zufrieden. Ja, das hoffe ich auch. Dass ich damit zufrieden sein werde. Ich überlege jetzt schon, ich meine, wir hätten noch ein bisschen Zeit heute. Könnte tatsächlich noch mal in die Minen gehen, wenn ich vorher ein bisschen Müsli-Riegel esse. Vielleicht noch 2. Dann hätte ich genug Energie dafür. Wir haben jetzt nicht wahnsinnig viel Platz in unserem Inventar, aber ich möchte einfach mal wieder ein bisschen weiter vorankommen. Ja. Außerdem brauchen wir ja Stein. Und wo kriege ich den besser? Als in der Mine. Okay. Also, Stein abbauen. Es geht mir jetzt auch nicht zwangsläufig darum, dass ich hier wahnsinnig viel weiterkomme in der Mine. Ich möchte wirklich eigentlich nur den Stein haben. Oh, da ist ja noch einer. Gefunden. In einem normalen Stein. Interessant. Oh, Moment. Oh, ich habe eine Krabbe bekommen. Cool. Eine Krabbe gefunden da drin.
Ja. Das waren schon mal die ersten 38 Steine. Okay, erstmal die Monster wegmachen. Schleim. Insekt. Der ist auch weg. Fast keine Energie mehr. Kann ich irgendwas essen? Oh, ich habe einen Reissprossen gefunden. Ich könnte noch Müsli-Riegel essen. Das ist zwar der letzte. Aber gut, ich meine, ich habe die Sache auch gemacht, dass ich sie auch verbrauche, ne? Oh nein. Oh nein. Dieser grüne Nebel heißt nie was Gutes, weil dann kommen nämlich von allen möglichen Ecken Insekten an. Scheiße. Noch einer. Ich meine, wenigstens kann ich die recht leicht zerstören. Sehr schön. Erledigt. Tja, und schon ist die Energie wieder knapp geworden. Ich könnte mir vorstellen, dass wir mal diesen Lauch wegnehmen. Der bringt nämlich etwas mehr Energie als der normale Lauch. Ja. Damit kommen wir jetzt wieder ein Stückchen weiter. Das Einzige, was wieder auffällig ist, ist so die Abwesenheit von Kupfer, ne? Alles mögliche andere ist da. Monster ohne Ende. Steine ohne Ende. Ich finde auch sonst echt gute Sachen. Aha, da ist noch einer davon. Ja. Aber kein Kupfer. Geschlagen. Oh, jetzt habe ich wieder zu spät. Timing könnte besser sein. Also. Hier ein bisschen was entfernen. Ich muss irgendwie an 100 Stein kommen, ne? Oh, da unten ist Kupfer. Den will ich natürlich auf jeden Fall haben. Ist mir auch noch ein bisschen wichtiger als Stein. Jetzt allmählich geht mir wirklich die Energie aus. Dann esse ich jetzt halt den Lauch auch noch. Okay, da unten ist noch was Interessantes für mich. Mehr Kupfererz. Da vorne sind noch ein paar Insekten. Wow. Moment. Oh, Mann. Den sind wir los. Die beiden sollten jetzt auch kein Problem sein. Ja. Wow, das ist schon eher ein Problem.
Eigentlich auch nicht. Oh. Hier finden wir einen Topaz. Ein bisschen was geht noch, ne? Aber jetzt langsam müssen wir mal die Höhle verlassen. Na, es sei denn, ich werde den letzten Lauch jetzt auch noch essen. Und dann ein bisschen Stein noch wegnehmen. Und dann, wenn wir keine Energie mehr haben, dann gehen wir nach Hause. Na? Okay, ein bisschen was geht noch. Das waren jetzt die letzten, würde ich sagen. Ich möchte jetzt auch nicht mit zu wenig Energie nach Hause kommen. Man weiß ja nie. Ja, wir verlassen die Mine. Und dann eilen wir mal nach Hause. Ja, ist schon ganz gut so mit dem Stein. Also ein bisschen was muss noch, aber da können wir bald schon anfangen, den Hühnerstall zu bauen. Geld ist auch fast da. Allerdings müssen wir jetzt die nächsten 2 Tage auch nochmal ordentlich Geld zusammenbekommen, um genug zu haben für den Start der nächsten Saison, ne? So, das hier kommt hier rein. Davon können wir ja ein bisschen was herstellen. Das kommt woanders hin. Das kommt hier rein, das kommt auch woanders hin. Das auch. Der Reisspross, den kann ich einpflanzen. Machen wir aber morgen. Ja, und die Krabben mache ich jetzt erstmal hier rein. Noch einer. So, Zeit fürs Bett. Minenarbeitsstufe 2, Spitzhackeneffektivität ist verbessert. Wir haben jetzt Treppen. Ja, gab ein bisschen was hier. Ist nicht besonders üppig, aber wir haben auch so gut wie nichts verkauft. Das ist schon in Ordnung. Was sagt denn der Wetterbericht so? Morgen wird ein wunderschöner sonniger Tag. Der letzte Tag im Frühling. Das hören wir natürlich gerne. Ja, und da sind auch die ganzen Pastinaken, die wir am Ende noch eingesät hatten. Also müsste es eigentlich funktionieren, oder? Wenn ich nicht alles täusche, dann müsste die letzte Pastinake noch am letzten Tag hier fertig werden. Das finde ich super. Okay. Das hier rein. Den behalten wir. Die hier behalten wir. Die hier auch. Zumindest 5 davon. Die brauchen wir fürs Community Center. Und der Rest kann weg. Wird alles in Samen für den Sommer dann umgesetzt. So, wo würden wir denn den Hühnerstall hinstellen? Das ist ja auch eine Frage, die man sich langsam mal stellen müsste. Ich hatte ja schon mal gesagt... Moment, hier ist ja noch was. Dass ich mir auch vorstellen könnte, hier oben dann das aufzubauen. Das ist insofern auch schön, weil das Gras sich hier schon ausbreitet. Ich müsste allerdings noch ein paar Bäume dafür fällen. So, noch ein Kupferbarren. Ja, dann machen wir doch genau das. Wir werden jetzt hier ein bisschen Bäume fällen. Achso, ich habe vergessen, ich muss ja eigentlich noch gießen.
völlig von der Tatsache fasziniert gewesen, dass morgen ja der letzte Tag ist, dass ich ganz vergessen habe, dass da ja noch was zu tun ist. Ja. Und? Ich brauche die Gießkanne, die ist hier. So, ein letztes Mal in dieser Jahreszeit zumindest wird hier gegossen. Es ist ja auch nicht viel, ne? Es sind hier nur noch diese vereinzelten Pflanzen. Ja. Wir könnten jetzt sogar schon was verbessern. Ich überlege gerade echt, ob wir das vielleicht machen sollten. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt die Gießkanne zum Beispiel verbessern, weil die brauchen wir morgen nicht. Und da könnten wir glatt zu Clint gehen und das machen. Allerdings kostet das auch ein bisschen was. Ich glaube 2000 oder so. Aber es wäre schon gut, wenn wir nicht mehr so viel Energie verbrauchen würden. Zumal im Sommer auch mehr anzupflanzen ist. Nee, dann werden wir das auf jeden Fall machen. Ein bisschen was haben wir jetzt ja auch verkauft. Ich denke schon, dass sich das auch wieder recht schnell amortisieren wird. So, der wird natürlich wieder ausgegraben. Aha. Ach so, Moment, wenn ich sowieso schon da unten bin, dann kann ich ja auch ein bisschen was fürs Museum mitnehmen, ne? Die Sachen finde ich aber hier. Also, den Topaz nehme ich mit, die Zwergenschriftrolle, den rostigen Sporen, den Seestern. Das hatten wir schon. Den hatten wir noch nicht. Die Geoden nehme ich mit. Ja, der Rest ist in Ordnung. Interessant, wie Alex wirklich jeden Tag hier oben steht, ne? Unter dem Baum. Ich glaube, ich habe wieder irgendeinen Geburtstag vergessen, oder? Oh, ich habe bestimmt wieder irgendwelche Geburtstage vergessen. Ja, ich werde erstmal die Sachen, die ich habe, spenden. Also einmal den Topaz hier. Und das hier kommt hier hin. Zwergenschriftrolle packe ich mal dahin. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass wir da so eine Zwergensache machen? Ach, wie komme ich denn da ran? So. Das hier wird hier ein bisschen umgestaltet. So, neue Belohnung. Belohnung ist, zwei Gemälde, die ich bekomme. Erstmal die Geode aufbrechen, das ist wichtig. Wenn man nämlich erstmal angefangen hat, die Werkzeuge zu verbessern, dann geht das nicht mehr. Zumindest ging das früher nicht mehr, vielleicht geht es mittlerweile, aber früher ging das nicht. Werkzeuge verbessern, ja, kostet 2000. Aber ich denke, das ist es mir wert. Weil es gibt nicht so viele Zeitpunkte, zu denen man das gut machen kann. Heute ist einer davon. Achso, Moment, das kann ich ja noch spinnen. Diese beiden hier, die kommen weg. Tja, und dann gehe ich mal zum Strand und werde dort ein wenig angeln. Wir brauchen schließlich wieder richtig viel Geld. Oh, es gibt Muscheln ohne Ende. Das ist ja cool. Ich hätte mein Holz mitbringen sollen. Dann könnte ich eigentlich diese blöde Brücke hier verbessern.
Wieder ein Buch gefunden. Okay. So. Wir zücken die Angel. Hallo? Gamepad? Ja. Gamepad ist wieder da. Ich glaube, das hat gerade so noch gereicht, oder? Für den Schatz. Ja. Bisschen Gold. Oh, ein Diamant. Ich habe einen Diamanten, Leute. Das ist ja cool. Diamanten sind natürlich auch sehr wertvoll. Nicht, dass ich sie jetzt hier gerade verkaufen möchte, aber die bringen schon was. Noch ein Schatz für uns. Ich bin mal gespannt, was drin sein wird. Ja, noch eine Geode. Okay. Ist ja interessant, ein Schatz, bei dem man einen Schatz drin, also einen Fisch drin findet. Den hier kann ich hier reinmachen. Und den Fisch, ja. Gut, aber damit sind wir voll. Ach, das kann ich jetzt auch gerade gar nicht verkaufen, denn Willi ist ja gar nicht da am Samstag. Tja, ist dann jetzt halt so. Was ich machen könnte, ist... Ich könnte ein bisschen was ins Community Center bringen.
Ja, der Rest wird natürlich wieder verkauft, ne? Ist ja klar. Wo war das hier? Das waren Krabbenreuse. Da habe ich nämlich was für. Ich habe hier eine Auster gefunden und ich habe eine Herzmuschel. Das brauche ich. Ich kann eigentlich die Krabbe, die ich gefunden habe, kann ich dann hier vorbeibringen. Dann ist das auch erledigt. Ansonsten gut Sardinen und Sardellen und Hering. Ja. Ist jetzt nicht so besonders, ne? Brauchen wir hier auch nirgends. Es wäre wahrscheinlich insgesamt nicht so unclever, wenn wir von verschiedenen Fischen auch ein bisschen Vorrat anlegen würden. Aber im Moment bin ich noch eher darauf aus, dass ich mehr Geld bekomme, um einfach schneller Sachen bauen oder kaufen zu können. Und ich meine, der nächste Frühling kommt mit Sicherheit. Und ich glaube, auch die wenigsten Fische gibt es wirklich nur im Frühjahr. Deswegen verkaufe ich die jetzt auch ganz gerne mal komplett. Ja. Ja, den Rest behalten wir. Das hier kommt hier rein. Und das hier rein. Die Bilder könnte ich eigentlich drinnen aufhängen, oder? Also ein großes Bild hier da drüber. Und, oh, jetzt habe ich überhaupt keinen Platz für dafür. Dann muss das erst noch ein bisschen warten, bis ich das aufhängen kann. Und dann hier rein. So. Wir haben noch ein bisschen Energie. Dann könnte ich jetzt also schon ein bisschen weiter mit Holzfällen machen. Ein bisschen Platz räumen, freiräumen. Oh, da hinten ist wieder was. Moment. Erst den Baum fällen und dann gucke ich mir das dann mal an. Da auf der anderen Seite vom Fluss, also vom Ding ist was angespült worden, glaube ich. Hier. Ah, sogar mehrere Sachen. Oh! Zwei Überlebensburger. Das ist ja cool. Eine Muschel und eine Steineule. Aha. Man weiß nicht, woher sie kommt, aber sie sieht sehr gut aus. Könnten die hier so als Eingang hinstellen. Ah, schaut mal, ich habe sogar schon die ersten Pilze hier. Das ist auch richtig gut. Ich glaube, die werde ich auch erstmal behalten. Man weiß ja nie, wozu man sie braucht. So, das bisschen Holz hier noch weghauen. Bisschen Energie haben wir ja noch. Na? Ich glaube, das kriege ich noch weg. Ja. Sehr schön. Wieder ein bisschen Platz geschaffen. Das hier rein. Die Miesmuschel. Packe ich mal hier dazu. Naja, das ist ja nun eigentlich kein Frühjahrszeug, ne? Vielleicht müssen wir doch nochmal eine neue Truhe herstellen. So. Eine neue Truhe. Eine für den Sommer. Und vielleicht noch eine für den Herbst direkt, denn die Pilze sind Herbstsachen eigentlich. Also den Sommer mache ich dann gelb. Und den Herbst mache ich orange. Ja. So, die Burger kommen hier mit rein.
Ja. So, damit sind wir am Ende des Tages und am Ende der Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, eure Miri.